wenn ich jetzt meine Kamera hier so auf mein Stativ packen würde und einfach jetzt hier das Ganze hin und her drehen würde. Das würde in den meisten Fällen auch gut funktionieren. Und zwar genau immer dann, wenn ich ein Motiv fotografiere, wo alles relativ weit weg ist und alles relativ auf einer Ebene ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Skyline fotografiere und im Vordergrund habe ich nur einen See zum Beispiel, dann kann ich das getrost auch ohne extra Equipment machen und einfach hier mein Stativ so hin und her drehen. Wenn wir aber Elemente im Bild haben, die weiter vorne sind und dann Elemente, die weiter hinten, wie zum Beispiel hier, ich habe im Vordergrund die ganzen Yachten und den Bootssteg und im Hintergrund habe ich dann die Skyline, dann wird es schon etwas komplizierter, denn dann tritt der sogenannte Parallax-Effekt ein.